So, da bin ich wieder. Ich mache mich gerade auf den Weg zum Showdown, das aus der letzten Folge etwas unvorbereitet gemacht haben. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen besser vorbereitet. Tränke für die Angriffsgeschwindigkeit, mehr High-Tränke gemacht. Wir hatten beim letzten Mal nur 6, deshalb 42. Ich werde hier gleich nochmal speichern und dann gucke ich mal, wie es läuft. Und ich werde mich, glaube ich, nochmal umentscheiden. Wir werden ihn mal selber mitnehmen. Und Berthold, müssen wir mal schauen, der kommt schon klar, das überlebt er. Ja. So, dann wollen wir mal. Nasty, die Schwester des Dukes von Tavar, wird deine Armee anführen. Du meinst? Ja, sie ist rein und hat die Outlaws schon oft in so manche Schlacht geführt. Tja, wie ich es erwartet hatte. Eine schwere Prüfung für uns alle. Dieses Subjekt ist also unsere einzige Hoffnung. Ich reiß ihm gleich die... Entspann dich. Also gut. Dann sind wir gerüstet. Sobald wir die Maschinen soweit vorbereitet haben, werden wir in die Schlacht ziehen. Nasty, du bleibst gleich hier. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Und dich erwarte ich auf dem Schlachtfeld vor den Mauern des Horts. So, nun ist es also soweit. Nun wird sich zeigen, wie gut unsere Vorbereitungen wirklich waren. Reinholds Trupp wird direkt zum Konverter vordringen und die Hauptarmee der Alps frontal angreifen. Nasty wird ihren Trupp durch die Stellungen der Alps zwischen uns und dem Konverter führen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wo meine Truppe am meisten gebraucht wird. Gehe ich mit Reinhold, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Jedoch hängt dann alles von Nasty ab. Die Alps dürfen den Hort nicht erreichen, sonst haben wir die Schlacht verloren, bevor sie richtig angefangen hat. Was denkst du? Also das kann man nicht machen, weil unser Kälte wird zu niedrig. Wir werden das, glaube ich, machen, um ihn mitzunehmen. Das Risiko, dass der oberste Judikator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. In Ordnung. So sei es. Geh nun zu deinem Feldherrn. Die Schlacht beginnt, sobald Nasty das Zeichen gibt. Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignadon. Für Kalan! Lagebericht. Die ersten Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Dann bringen wir es hinter uns. Angriff! Okay, jetzt haben wir deutlich mehr Truppen. Frage ist, ob wir das auch überleben. Wir müssen direkt den Koloss angreifen. Wir haben es geschafft. Deutlich mehr überleben, ne, diesmal. Es ist cool, dass es so der Schwierigkeitsgrad abhängig ist. Das andere war echt verdammt hart.
Sorry, Jungs, ich muss hier noch looten. Okay, Nessie. Berthold hat, Dingsbums hat aber überlebt, naja. War das schon alles? Ich hoffe, Sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Weiter vorrücken! Ich werde mir jetzt gleich mal so ein Ding reinschmeißen, so ein Stimpack. Für die Anhiebsgeschwindigkeit, dass ich da schneller angreifen kann. Es geht deutlich besser. Gut, dass man den Buff auch sieht. Gut, mal schnell. Also es ist schon sehr abhängig davon, schwierigkeitsgradmäßig, oder? Was ich da wähle. Ist die war jetzt nicht gerade begeistert, dass ich das gemacht habe, aber naja. Ist die? Bist denn du? Verdammt nochmal, diese Mistkerle! Statusbericht. Mir geht's gut. Das habe ich nicht gefragt. Alles okay? Ja, ja. Der Konverter ist nicht mehr weit entfernt. Lass uns angreifen. Okay, eine Etappe noch. Dann trete ich dir in den Arsch. Weiter! Okay, Nasty, let's go! Haben wir denn noch? Das sieht noch ganz gut aus. Aber das sind halt fünf Kolosse oder so. Wollen wir das Haupttor nehmen oder? Das Vieh ist gleich erledigt. Okay, let's go. Das Vieh ist gleich erledigt. Fuck, der eine hat wieder so ein Austeuer-Ding. Haben wir es geschafft? Ja, ich glaube ja.
Okay, das ging deutlich einfacher. Wenn der hier mit seinen Truppen bei uns ist. Und ich glaube, wir haben sogar den Dingsbums gerettet, oder? Ja. Nicht jetzt. Wir sind im Krieg. Jurek. Jureks Keycard erhalten. Die haben richtig viel Elixir dabei, die Deppen. Wie viel ist es an dem? War's das jetzt? Gehen Sie nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Okay, wir sollen gucken, ob wir alle erwischt haben. Ich sagte, geh und erledige den Rest. Die Schlacht ist gewonnen. Verdammt, ich bin gerade erst warm gelaufen. Verfluchtes Pack. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Hä? Was ist? Glotz mich nicht so an. Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, so. Deine Feinde, hä? Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm? Ehre? Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste. Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar, du kämpfst gegen den Eispalast. Das ist doch ein Witz, oder? Eher nicht. Warte mal, du bist doch nicht etwa dieser Alpbastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Wir alle am Arsch. Die anderen interessieren mich einen Dreck. Ich sag dir was, Altbastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Okay. Ich bin dabei. Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Endlich zeigen sich die Eisklötze. Jetzt bloß keine Angst zeigen. Ja, scheiße auch. Was ist los? Warum zum Henker hast du dich gerade den erbärmlichen Waldmenschen angeschlossen? Hast du etwas anderes von mir erwartet? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, vermutlich nicht. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Alles okay? Ja, ja. Dir gehen langsam die Nerven durch, was? Das kenne ich. Hau alles raus. So ein kleiner Blutrausch hat noch niemandem geschadet. Mitkommen. Gut.
Jetzt haben wir Nestie als Begleiter. Cool. Ich spiele mit Ulbricht nochmal. Wir haben einen großen Schritt getan. Doch sind wir immer noch nicht am Ziel. Wir müssen den Konverter abschalten. Das geht aber nur, wenn wir hineinkommen. Geh und finde die richtige Keycard, mit der wir dieses Höllengerät öffnen können. Der Alp-Commander hier auf dem Schlachtfeld müsste sie bei sich tragen. Finde ihn und nimm ihm die Keycard ab. Ich habe die Keycard des Konverters. Dann geh und schalte das verdammte Ding ab. Ich halte hier die Stellung. Okay, wir sollen das Ding abschalten. Da ist der Konverter da vorne. Ich denke, dass da uns noch ein bisschen mehr an schrecklichen Dingen erwarten wird. Geile Gegend. Nestie ist schon eine coole Sau. Ich mag Frauen, die so ein bisschen verrückt sind. So, das haben wir abgeschlossen. Das heißt, Hauptmission ist jetzt was? Wir haben auch einen Questgegenstand gefunden. Alte Pflichten, Krieg der Maschinen, die Konverter abschalten. Verborgenen Gefährten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Schalten wir den Konverter aus. Gerade ein, dass ich natürlich was machen wollte. Ich wollte nochmal speichern. Da unter mir ist irgendwas, oder? Energiezellen haben die dabei, was ziemlich nice ist. Machtfälle und Objektsicht, das habe ich auch nie genutzt. Das ist so viel in dem Spiel drin. Also viel, was ich nie genutzt habe in dem Spiel. Ich lasse dich nicht hängen. Okay, der stirbt am Gift. Ja.
Der stirbt auch am Gift. Scheint noch irgendwo einer zu sein. Scheint wahrscheinlich oben zu sein. Okay, die 1, die 5, die 8. 0. 0. 4. 1, 5, 4. 0 schon mal nicht. 4, die 5, die 1 und die 7. 4 und 1 sind richtig. Das heißt 4, 1, 7, 5. Geht doch. Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Das ist alles? Schlechter Zeitpunkt. Da war noch ein Tresor drin, ne? Da muss ich kurz nach oben fahren und die Typen umleiten. Maschine. Und jetzt haben wir es aber geschafft. Dann gehe ich noch mal ganz kurz runter. Schon wieder ein Code. 1, 5, 8, 9. Das war nichts. Ach so, da kriege ich jetzt keinen Hinweis. Da kann ich auch nicht hacken. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Gut, dann schaffen wir die Kiste mal ab, oder? Sehr gut. Ich bin nicht gut genug. Ich mal dieses Schlösser knacken und so mal verbessern. Die Truhen, die ich eigentlich nie aufmachen kann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Jetzt endlich auch ein Jetpack an, oder? Nee, hat sie nicht. Doch, hat sie. Hinten am Arsch hat sie einen dran. Also wir müssen wieder...
zurück zu Ulbricht und dann, oder wie der Ulbricht heißt, oder? Da steht. Sagen wir ihm noch schnell, dass alles super geil gelaufen ist. Der Konverter in Ignadon schweigt. Dann ist unsere wichtigste Mission endlich geschafft. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die Alps Ignadon eingenommen hätten. Das hätte weitreichende Konsequenzen für alle freien Menschen auf Magalan gehabt. Ich habe dir einiges zugetraut, doch deine Taten übersteigen bei weitem meine Hoffnungen. Ich danke dir und bin froh, dass ich an dich geglaubt habe und du mich nicht enttäuscht hast. Magst du auch in deinem früheren Leben eine Bestie gewesen sein, Jax? Du hast der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß nicht genau, wo dein Weg dich und uns Menschen hinführen wird. Doch ich ahne, dass er im Eispalast enden wird. Triff die richtige Entscheidung für dich und uns alle, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich hoffe, du wirst finden, was du suchst, mein Sohn. Gut. Nimmt er seine Truppen denn jetzt auch wieder alle mit oder bleiben die jetzt hier für immer stehen? Wir wissen es nicht. Damit habe ich die Hauptmission abgeschlossen. Finde ich geil. Torwächter, dem Verborgenen, die Gefährten. Da gibt es auch nichts Neues. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Krieg der Maschinen, Konverter in Tavar, West-Zarkor und Ost-Zarkor. Das müssen wir auch noch erledigen. Da können wir das mal in Tavar angehen. Das ist ja nicht so weit weg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.